Aber trotzdem, das war jetzt einfach erbärmlich. Erbärmlich. Das wäre übrigens der GTC Competition. Meine Güte. Also so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ein Rennen so zum Vergessen. Wow. Einfach nur wow. Hoffen wir, dass bei diesem Rennen nicht so extrem ist. Weil wirklich, wie gesagt, beim Rennen vorher ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Ich musste dreimal in die Box. Wurde immer wieder von den Gegnern abgeschossen und beschädigt und alles mögliche. Na gut, man kann nicht immer gewinnen, das ist mir schon klar. Ob es gleich wirklich alles gegen einen läuft, das überrascht sogar mich. Platz 3 hätte es immerhin noch werden können, aber das hat mich dann davon abgehalten, mein Teamkollege. Ich habe eben mit den eigenen Teamkollegen am meisten Probleme, die zu überholen. Aus welchen Gründen auch immer. Auch sagen können. Ich denke, wäre ich nicht abgeschossen worden, hätte ich das Rennen locker gewinnen können. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nur einen Boxenstopp und gar keinen gebraucht. Aber wie gesagt, dann kann ich dem alles haben. So sollte es in dieser Kurve, im Rennen nicht laufen. Ja genau, ich berühre mit dem Heck die Wand und die Seite ist kaputt. Entschuldigung.
So, mal schauen, wohin das mit der 56 gereicht hat. Zu Platz 1, sehr gut. Na, jetzt habe ich natürlich die Startliste nicht angesehen. Nun gut. Dann schauen wir es nachher an. Also, jetzt gleich. Hart, langsam, voll, hoch, wie auch immer. Okay, Nissan, Toyota, Toyota, Nissan, GTC, Hybrid Panos, Panos, GTC, Hybrid Panos, Panos, JPGiese, Rook, JPGiese, Rook, Lister, Lister. Das ist gar nicht gut, er ist einen Platz zurückgefallen. Obwohl ich volle Beschleunigung habe und obwohl ich vollen Topspeed habe, verliere ich am Start trotzdem Position. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. Gut, natürlich voller Abtrieb, da wird es ein bisschen schwerer, aber trotzdem. Er ist von der Piste abgekommen. Die anderen zischen an mir vorbei, als wäre ich so hoffnungslos langsam. Ich bin gespannt, ob ich mit den harten Reifen durchfahren kann. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Glück, dass ich keinen Schaden davon getragen habe. Das war mir jetzt wichtig. Fahren beide so, als ob sie mich in der nächsten Kurve, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, abschießen würden. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. So, in der Hahn mal überholt. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Fahren und warten, bis sich eine Möglichkeit bietet. Was für eine Leistung! Er ist in Führung gegangen!
Naja, für eine Weile. Oh, ein böser Crash. Zumindest keinen Schaden davon getragen. Aber das geschieht ihm auch recht. Wenn du so abschießt beim Rennen, hat es nicht anders verdient. Oh, Überrundungen. Jetzt wird's lustig. So, überholt. Diese Reifen kriegen wirklich eine Menge Dreck ab. Oh, ein böser Crash. Ah, Mann. Ich dachte, ich komme ohne Schaden durch. Denkste. Aber das kann ich mir auch total selbst auf die Kappe schreiben, weil ich da wirklich selber schuld. Warum? Das ist wirklich unglaublich. Okay, gut, aber dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Zwei Runden werde ich jetzt noch draußen bleiben, der Taktik wegen. Danach werde ich noch weiche Reifen aufziehen lassen. Ne, versuch gar nicht erst da zu überholen, ne? Versuch's gar nicht. Ich warne dich. Der hat nämlich gar nichts hier zu suchen. Toll, rutschig, auch noch. Okay, der hat jetzt schön Platz gemacht. Moment nicht. Ob er mit dieser Karosserie noch weit kommt? Die sowieso in die Box, also ist es halb so dramatisch. Die GT1-Fahrzeuge reagieren wirklich äußerst kritisch auf diese auf den Schaden. Jetzt noch was mit den Prototypen und vor allem mit dem GT2 war kaum spürbar war. Ich merke, die Reifen sind wirklich bald zu Ende. Ich muss also in die Box.
geht nicht anders. Ob er mit dieser Karosserie noch weit kommt? Und er so, ist in der Box. Jetzt werde ich mal die Weichenreifen aufziehen lassen. Und attackieren. So, jetzt kann ich drei Runden voll. Zurück im Rennen nach dem Boxenstopp. Mal sehen, wie es ihm ergehen wird. Er ist von der Piste abgekommen. Ja, von mir aus. Er fährt einfach fantastisch. Wow, die Haftung. Echt gut. Wow, das war jetzt richtig knapp. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Rundenrekord kann ich schon mal vergessen. Er ist von der Piste abgekommen. Jetzt sowieso. Na egal. Hör mal, Kollege Kartoffelnase, dahin. Du darfst nicht durch. Mann, putz das Öl weg hier. So, letzte Runde. Porsche, da lässt sich auch nicht so einfach überrunden. Was soll das denn geben? Jetzt schon. Oh, das Komm, war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Na bitte, geht doch. Entschuldigung. So, also Nissan, Toyota, Nissan. Okay, mein Teamkollege hat offenbar ein Abonnement für den dritten Platz. Toyota, GTC, Panos. Also Hybrid-Panos, JPG-Se, Liste-Rook, Panos, GTC. 15 Punkte Vorsprung. Ja, schade, habe ich nur 33 Punkte, aber was soll ich da groß ändern können? Eine E-Mail von Panos. Und zwar vom kleinen Panos-Team, nicht vom Hybriden.
Gut, also auch hier mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und danach geht's weiter.